Hast du schon ein bisschen Angst? Ich bin staatlich erprobter Öffner. Nee, machen wir nicht. Und weil heute ja quasi Neujahr ist, müssen auch mein Kameramann und ich erstmal anstoßen. Das ist für dich. Dein Ernst? Können wir das mal wieder tauschen. Müssen auch erstmal mein Kameramann und ich anstoßen. Auf ein erfolgreiches Jahr 2019. Mike Gutzler, lass das schmecken. Ja, freundesgepflegten Leistungssports. Euch möchte ich natürlich auch ein glückliches, neues, verletzungsfreies, erfolgreiches Jahr 2019 wünschen. Und ja, was mache ich hier eigentlich gerade? Bei euch müsste jetzt ungefähr um 12 mittags sein, am 01.01.2019. Und ich dachte mir so, gute Vorsätze und so, ich motiviere euch, dass ihr auch mal in die Halle geht, heute was zu machen. Und was machen wir? Kniebeuge. Die gehen nämlich immer. Deswegen, wir machen jetzt ein kleines Warm-up, Squat-Routine. Und dann geht's in die Vollen. Viel Spaß. Apropos gute Vorsätze. Ich zum Beispiel habe mir vorgenommen, meine Warm-ups in Zukunft ein bisschen intensiver anzugehen. Deshalb werde ich mich vor jeder Einheit 5 Minuten lang auf dem Ruderergometer warm machen. Für die richtige Technik könnt ihr übrigens Max Planer kontaktieren. Der kennt sich mit Sicherheit aus und hilft bestimmt gerne. Es gibt, glaube ich, nur wenige Übungen, bei denen die Zeit so langsam vergeht wie bei denen hier. Aber Ziel erreicht, warm. Weil ich euch natürlich nicht ohne Mobility-Übungen ins Training schicken möchte, zeige ich euch jetzt genau 4 Stück, die ihr jetzt sehen könnt. So, natürlich gibt es viel, viel mehr Übungen, gerade um warm zu werden für die Kniebeuge. Wem das jetzt nicht genug war, der kann gerne mal beim Moving Monkey vorbeischauen. Der hat auf jeden Fall ganz viele Übungen. Und
Vier Übungen sind besser als gar keine. Wenn ihr dann ordentlich warm seid, dann geht es auch schon an die Hantel. Und da spielt das Schuhwerk eine ganz große Rolle. Da sind die schon mal raus. Aber ich habe euch aus gegebenen Anlass den neuen Nike Romaleo 3 XD mitgebracht. Den gibt es übrigens ab heute zu kaufen im German Weightlifting Shop. Ich ziehe sie heute noch nicht an, weil ich spezielle Einlagen habe und die werden gerade erst gemacht. Deswegen bleibe ich vorerst bei meinen Romaleo 2. Los geht's. Oh, die sind nämlich frisch gewaschen. Das sind noch mal ein bisschen enger. Upala. Das hier, vorhin jetzt gepflegt lassen, Sports, sind übrigens keine Bandagen, das sind Sleeves. Und die haben den Zweck, die Knie nicht zu unterstützen, sondern um sie warm zu halten. Und da wir Winter haben, zieh sie an. Ganz logisch. Also noch ein kleiner Profi-Tipp extra. Zieht sie am besten an, bevor ihr die Schuhe anhabt. Macht es ein bisschen einfacher. Kleiner Profi-Tipp noch, wenn ihr jetzt anfangt zu beugen, und ich weiß, Weihnachten, das ging alles so ein bisschen Weihnachtsfeiertage, wissen wir alles, nichts gemacht, aber nicht schlimm. Folgender Profi-Tipp, nicht gleich mit der Einstiegslast anfangen. Nehmt euch erstmal ein bisschen Zeit für kleinere Lasten, vielleicht eine leere Hantel, dann vielleicht mal 50 Kilo, dann vielleicht mal 80 und dann könnt ihr mit 200 einsteigen. Du erwartest jetzt was, oder? Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich brauche neue 25er. Da vorne. Nächster Profi-Tipp. Die Scheiben nicht einzeln holen. Und auch wenn ihr noch so motiviert seid und unglaublich viel Last draufstecken wollt, macht das, aber nur so lange, wie die Bewegung auch passt. Und damit meine ich, dass ihr nicht verdreht. Stellt euch einfach vor, die Hantel ist wie in eine Schiene gespannt und kann nicht groß weg. Verinnerlichen, machen. Verdrehung will keiner sehen, vor allem nicht ich. So, Spaß beiseite, kleiner Profi-Tipp noch,
Und nochmal zurückzukommen auf dieses Verdrehen und so weiter. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr verdreht ein bisschen mehr, nehmt euch einen Spiegel, der wird es euch zeigen. Aber nehmt einen Spiegel, der so breit ist wie die ganze Handel, nicht nur wie ihr. Der hat einen anderen Zweck. So, Freunde, es gibt den Sport. Man muss es natürlich auch nicht gleich übertreiben am ersten Tag, weil ihr habt ja noch 364 weitere potenzielle Trainingstage vor euch. Immer dran denken. Und muss den Kater auch nicht ganz so außer Acht lassen. Ich bereite gerade den nächsten Post vor für euch und in diesem Zuge ist mir eingefallen, was auch ein guter Vorsatz wäre für mich, dass ich ein bisschen mehr auf eure Wünsche eingehen möchte. Deswegen, das kommende YouTube-Video, was hochkommt, da dürft ihr gerne mal drunter schreiben, was ihr sehen wollen würdet. Und ich gebe mein Bestes, das umzusetzen. So, Freunde, Flecken lassen Sports. Das war's auch schon wieder. Ich würde euch jetzt empfehlen, mal in die Sauna zu gehen. Das kommt immer gut nach Kniebeugen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch ein bisschen motivieren, gleich am ersten Tag des Jahres ein bisschen loszulegen. Macht weiter so, nehmt es als guten Vorsatz. Ich wünsche euch alles Gute für 2019. Grüßt eure Großeltern von mir, vielleicht beugen die ja sogar mit. Wäre natürlich super, macht da ein Video von, würde ich gerne sehen wollen. Bin ich gleich ein bisschen aufgeregt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne Daumen hoch. Bis bald. Ciao.